Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Survival Evolved mit dem Danger Zock. Ja, hallo. Yay, fängt ja gut an. Egal, dafür wird's jetzt besser. Und wir müssen jetzt erstmal einen Tribe erstellen. Hab Hunger. Wow, hast du dir mal den... Ist der Fluss auch so rot bei dir hinten? Ja. Da ist eine Leiche. Wasser. Ne, halt, dieses Ding hier rein. So, yeah. Wie war denn das mit dem Tribe? Das ist eine gute Frage. Tribe Manager. Together Tribe. Weil wir haben ja in der letzten Folge mitgekriegt, warum wir nicht gegenseitig in unseren Sachen bauen können. Da hinten ist ein... Versorgungskiste. Die ist aber weit weg. Oh, Serverlag. Meinst du beim Wasserfall? Ne, bei diesem großen Monument. Ach da. Und der ist natürlich... Ach du Scheiße. Ja, lass mich raten, er ist genau da unten. Soll ich's riskieren? Ach komm. Ich hab ja... Das will ich auch mal eben angucken. Scheiße. Den Krater von dem Monument, da haben wir noch gar nicht gesehen. Oh, jetzt habe ich aber echt ein paar Lecks zwischendurch. Ich bin tot. Was hast du gemacht? Bist du da runtergefallen? Ich bin gesprungen. Das überlebt man doch nicht. Hätte ja sein können. So, jetzt muss ich aber irgendwie da von unten wieder reinschwimmen, glaube ich. Aber ist das nicht blau? Außerdem ist das Teil oben. Was? Ja, die kommt gerade erst runter, das Ding. Also, oh. Oder geht es hoch? Man sieht es jetzt gar nicht so gut. Ich muss erstmal gucken, wie ich hier heile runterkomme, um mein Zeug zu retten. Ja, das kommt runter. Ja, ganz toll. Ja, komm, versuchen wir es hier. Oh nein. Das geht wieder schief. Also theoretisch hättest du die Zeit nehmen können und drumrum laufen. Mhm. Hä? Was war das? Wieso kann ich jetzt nicht in meinen Sleeping Bag respawnen? Krass. War das der Mond? Das war doch nicht der Mond. Warte mal, da oben? Hä? Das war seltsam. Boah, echt jetzt? Ah, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Och, nö. Kann es sein, dass man im Sleeping Bag sich nur einmal... Dings... Weiß ich nicht genau. Ich dachte aber auch, dass bei mir einmal einer weg gewesen ist. Nachdem ich den benutzt hatte. Aber ich bin da nicht sicher. Müssen wir doch noch Betten bauen. Weil, hey, hier kommt auch gerade eins runter. Ja, dann kannst du ja das holen und ich bin hier am Rumlaufen. Ich muss nur gleich meine Sachen wiederholen, die da unten noch rumschwimmen. Ja, komm, hier kann er aber runter. Das war nicht ganz so steil. Wohl. Geht steil hier. Wird aber jetzt ein bisschen knapp. Oh nein. Piranhas. Jetzt. Ja, spätestens jetzt weißt du, wo ich wieder bin, ne? Ja, jetzt ist der müde, ey. Schaffe ich's noch? Zeit ist gerade unten. Kann es sein, dass sie die Grafik nochmal angepasst haben? Das sieht heute richtig gut aus. Ich habe irgendwas bei mir verstellt. Aber das habe ich über Nvidia gemacht. Ist ja geil. Jetzt kommt er da nicht hin, weil das hier in der Schlucht drin liegt. Na los. Aber irgendwie muss ich doch da hochkommen. Scheiße. Ich komme hier eben nicht hoch. Das merke ich gerade. Nein. Oh. Ich glaube, das war jetzt umsonst die Mühe. Na komm, ich lasse den auch. Bitte sei kein Piranha, oh, es ist keiner. Oh. Wir sind Insekten, aber ich habe jetzt meinen Speer nicht dabei. Kann er auch nicht reparieren. Laufe ich wieder zurück? Ja, ich muss jetzt einen ganzen Weg zurücklaufen. Und es ist kalt. Ah, geil. Ja, hier ist es wenigstens beleuchtet. Ja, willkommen zurück bei Überlebenssimulator. Genau. So, da muss ich hin. Da irgendwo ist mein Zeug.
Oh, ein Parasaurus. Stirb! Ja, da ist Dolo am Start. Aber theoretisch, ich sprinte einfach vorbei. Ist auch ein Dodo. Ach komm, dich nehme ich Hat mich mit. nicht gesehen. Nein, ich will dich nicht tamen, ich will dich töten. Immer drauf. Yay. Was echt jetzt blöd ist mit den Kisten, ey. Da muss ich voll nochmal die Kisten bauen. Bin ich eigentlich jetzt im Tribe? Nö. Nee, ich hab dir noch keine Einladung geschickt. Das können wir ja gleich mal machen. Wie geht das? Da muss ich dich irgendwie Ja, anklicken, ne? da war was. Jo, dauert nur einen Moment, ich muss erst mein Zeug irgendwie organisieren und so. Jo. Das. Ah. Check ich mal eben, was wir hier an Holz haben. Nicht viel. Und warum trinkt er nicht, wenn ich das will? Ah, die sind beide leer. Dann geht nur zur Wasserquelle. Wofür haben wir sie dann? Oh, das wird ein Weg. Ah, hä? Ah, was hat er denn jetzt? Hunger? Wahrscheinlich. Boah, Jedenfalls echt hat er jetzt? Durst. Es ist dunkel und ihm ist warm. Wieso ist der hier bitte warm? Ach so. Na, das ist doch, wenn du zu lange sprintest, da wird dem heiß. So, Dachte ich mal. jetzt sind wir hier. Ja, kriegst du jetzt ein Steak, Mann. Weck dich nicht so auf. Oh, echt jetzt? Muss ich halt Hier mal wegfressen, ne? Da. Oh, ungekochtes oh. Fleisch fressen. Ich krieg hier noch so einen Schock, ey. Das ist bloß eine Schildkröte. Fehlt denn mir für diesen blöden Speer? Das kann ich auch mal reparieren. Also entweder Flint, Holz, irgendwas fehlt immer. Ja, leider. Hier Flint. Zum Beispiel. Das Oh, war komm was hier drin. schon, ich habe keinen Bock wieder zu sterben. Halt. Halt. So. So, jetzt sind wir doch richtig. Ich hab ja auch noch den Knüppel. Knüppel. Baseball-Knüppel. Schläger. So, Meine mal gucken. Steinschleuder. Mal bitte reparieren. Kann ich das Ding auch gleich noch mitnehmen? Yay! Ich finde nur meine Leiche gerade nicht mehr. Das ist natürlich jetzt wieder toll. Ach so, da. Oh. Da hätte ich danach gucken können, aber ich habe da unten nichts gesehen. Ich hoffe, du hattest nicht so besonders gutes Inventar. Ich hatte alles dabei. Das ist schlecht. So, dafür komme ich jetzt noch nicht mal an den Container ran. Das ist natürlich wieder richtig geil. Meine Leiche finde ich auch nicht. Ich verhungere. Ich verdurste. Okay, das mit dem Verdursten hat sich erledigt. Einfach ins Wasser. Hier muss Sammle doch jetzt irgendwo. mal ein bisschen Holz. Also Muss doch der irgendwo Wald meine wird Sch irgendwann abgeerntet sein hier, ne? Respawn die Dinger nicht eigentlich irgendwann auch wieder? Meinst du die Lichtsäulen? Hey, die Bäume. Ja, das schon. Wobei, ich muss mal kurz gucken, beim letzten. Ja, die Schneise ist hier aber immer noch drin. Toll, meine Leiche ist weg. Oder? Natürlich jetzt ärgerlich. Hier drin kann ich ja immer noch nichts bauen. Aber ich braucht er noch so viel Fiber dafür. Haben nichts mehr. Ja, ich gerade auch nicht. Nämlich gar nichts mehr. Sind echt arm dran.
Ja, lieber Arm dran als Arm ab. Schenkelklopfer, oh, war der schlecht. So, sollte jetzt was dabei gewesen sein. So. Ach du, was ist denn hier los? Na ja, gehen wir mal zu diesem großen Ding da oben. Zwei Kisten. Da kannst du, glaube ich, den letzten Endgegner auch beschwören, oder wie war das? Was ist denn das für einer? Ein riesengroßes Insekt. Okay. Den kannst du dir auch tamen. Ist aber scheiße schwer. Jo. Summon Broodmother. Da brauchst du aber. Ach du Scheiße. 8 Megalodon-Zähne. 4 Tyrannosaurus-Arme. Ach so, krass. Artefakte. Wo auch immer man die herkriegt. Ach komm. Kann ich das Ding mitnehmen? Nö. Nein. Level 5. Was? Ich bin nur Level 17. Level bin ich 11. Ich kann es trotzdem nicht mitnehmen. Transmit Arc Data geht auch. Download Creators Data. Download Dino. Oh, auch nicht schlecht. Weiß jetzt, habe ich beide Schildkröten hinter mir her. Ach du weißt, ich würde dir helfen, aber... Ach, ich lauf schon einfach weg. Wie komme ich hier jetzt überhaupt wieder zurück? Huch. Ach, weißt du was? Wir nehmen den Freitod. Geronimo. Ach, scheiße. Ist hier unten noch nur Wasser. Wieso will ich denn da sterben? Komm, fall um. Ja, würde ich ja gerade. Meine Schildkröte. Ah! Oh, Ach, da kommt die scheiße. andere. Da überlebt er auch noch. Oh, die hat mich gebissen. Nicht gut. Eigentlich und so. Und wie blöd, jetzt habe ich keine Steine mehr. Willkommen im Club der Toten. Das hasse ich ja am meisten hier. Sterben? Keine Steine zu haben. Mitten im Kampf. Das ist auch echt nicht gerade so eine günstige Stelle hier. Es wird auch Zeit, dass wir uns vielleicht langsam einen Bogen machen. Ja, auf jeden Fall. So. Erste Folge, dritter Tod. Läuft! Die blöden Schildkröten sind immer noch hinter mir her. Aber am Strand gibt es doch immer Steine. So, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hoffentlich finde ich wenigstens mal wieder nach Hause. Hui! Ach, da kommt wieder so ein Ding runter. Kurzer Lag. Warte mal. Wo bin ich dann jetzt gelandet? Warum kommen hier so viele Versorgungskisten runter? Ich meine nichts dagegen, aber schon krass. Level up! Ah, da hinten kommt schon wieder eine. So, erstmal Aber wie viele wieder. Steine gibt denn das hier jetzt? 45, sollte doch reichen für die blöde Schildkröte. Eventuell Schildkröten. Ach, töte da sie. sind sie. Töte sie. Jetzt ist sie schon gar So. nicht mehr auf mich fixiert. Oh Gott, wie viele Dodos hier rumrennen. Aber kein Stein, dass ich mir einen Speer schnell basteln könnte. Nein. So, ich habe ein Fernglas, einen Fernglas ist Bogen, gut. ein Parachute, 19 Trank Arrows und ich kann das Blut entziehen. Blutsauger. Okay, also die Versorgungskapsel war mal interessant. So eine gute hatte ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Okay, vielleicht noch nie, sagen wir es so. So. Ist ja alles schön und Okay. gut, aber ich finde hier keinen großen Stein. Ich will doch nur einen Flint haben, weil hier so 10.000 Dodos rumrennen. Also die Schildkröte habe ich genatzt. Das ist schön. So, wenn wir mal gucken, was bringt denn das Fernglas? Wow. Das ist schön. Wenn auch ein bisschen unscharf, aber ich kann gucken.
Sag mal. Wir würden die nicht sterben. Jetzt. Wieso kann ich keine... Achso. Ja, sauber. Das gab schön viel Fleisch. Tatsächlich mit... Ohnmächtig mit einem Schuss. Echt cool. Hast du diese Narkotikpfeile? Mhm. Ach, ich drücke über den falschen Knopf. So, so ich tame mir mal schnell ein Dodo, einfach mal so, weil ich's kann. Dann gehen wir noch mal ein bisschen auf Essen. So, und was der Dodo macht und ob ich jemals unsere Hütte wiederfinden werde, sehen wir in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder am Rande. Ach, am Rande, ja, nee, ist klar, lassen wir das. Am Ende der Folge angekommen. Genau, und jetzt finde ich mein Dodo nicht mehr. Yay, egal. Bis zur nächsten Folge. Ich sage, gehabt euch wohl und tschüss. Haut darin, bis dahin, tschüss.